Herzlich willkommen zu meinem Review von dem Expat Chaps oder auf Deutsch Beinlingen. Das, was ich über diese Beinlinge, diese hier sind von der Firma Expat, zu sagen habe, gilt allerdings analog auch im Prinzip für andere Hersteller, weil die Stärken und Schwächen sind herstellerunabhängig. So, was sind also Chaps oder Beinlinge? Chaps oder Beinlinge, kann man im Prinzip sagen, ist eine Regenhose. Ja, ich ziehe das mal hoch. Eine Regenhose, die allerdings nur aus den Beinen besteht. Ja, hier im Gesäßbereich und halt auch hinten am Gesäß fehlt der Regenschutz und es werden nur die Beine geschützt. Was soll das jetzt? Dann werde ich ja hier jeweils nass. Ja, und damit sieht man auch schon das Problem von solchen Beinlingen. Der Anwendungsbereich ist erstaunlich klein. Ja, ihr müsst nämlich auf jeden Fall eine Oberschutzkleidung haben, die passend zu den Beinlingen ist. Zieht ihr euch eine ganz normale Regenjacke obenrum an, seht ihr, das Wasser würde runterlaufen und ich würde hier komplett nass werden. Ja, insbesondere für Frauen ein glatter Albtraum. Das heißt, Chaps mit einer Regenjacke, das geht gar nicht. Chaps eignen sich ausschließlich zur Verwendung und Ergänzung zu einem Regenponcho. Mit einem Regenponcho, das hier ist der Regenponcho von 3F UL Gear, ein sehr preisgünstiger Regenponcho, über den habe ich letztens ein eigenes Review gemacht, guckt mal danach. Das ist gleichzeitig ein relativ kurzer Regenschutz, ja? Und einer der Nachteile eines so kurzen Regenschutzes ist ja, dass man so keinen vollwertigen Winterschutz hinbekommt, weil das Wasser, was hier runterläuft, nämlich einen dann, ne, schon oberhalb der Knie anfängt nass zu machen. Und an dieser Stelle kommen die Beinlinge ins Spiel. Okay, wir haben also unseren Einsatzbereich gefunden. Ja, es ist als Ergänzung zu einem Poncho. Die Chaps nehmen im Rucksack quasi gar keinen Platz weg, wiegen 144 Gramm. Kenner meines Kanals werden jetzt vielleicht sagen, sag mal Felix, haben wir eigentlich schon mal Videos von dir gesehen, wo du in Chaps rumläufst? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Und meine Antwort darauf ist, kann ich mich auch nicht. Und das hat einen Grund. Ja, ich sage das an dieser Stelle schon. Das ist ein Gegenstand, ein Giergegenstand, von dem ich abrate. Aber ich will es begründen, weil es muss nicht für alle Leute gelten, dass sie das ebenfalls nicht gut finden. So, wir gehen mal jetzt von dem Szenario aus. Wir werden gerade von einem Regen überrascht und ich ziehe diese Beinlinge an. Ihr seht außerdem, ich habe zwei verschiedene Arten von Schuhbekleidung an. Ja, einmal normale Halbschuhe, das sind übrigens tatsächlich die, mit denen ich im Winter immer wandere. Sehr selten bei mir, ja, aber mittelschwere Bergsteigerstiefel. Es fängt jetzt also an zu regnen. Ich würde mich also zuerst obenrum schützen. Ja, dann habe ich einen hampeligen Umhang um mich herum, weil eine Regenjacke, mit der ich dann gut sehen kann, das ging ja hiermit nicht. Ne, dann stelle ich mich irgendwie auf ein Bein und ziehe diese Chaps an. Je nachdem, wie dreckig meine Schuhe zu dem Zeitpunkt sind, habe ich bereits jetzt schon den Matsch auf der Innenseite. Hier sind solche Höhenverstellungen. Ich muss also auch noch einen Gürtel tragen. Da gehe ich dann einmal mit dem Teil durch, passe das auf meine Länge an und fertig ist das eine Bein. So, das ging ja noch ganz elegant. Ja? Hier unten sind jetzt auch noch Druckknöpfe, ne, dass ich sie anpassen kann auf den Beinumfang. Lohnt sich das? Ich denke, nein, weil jetzt kann mir das Wasser schon quasi in die Schuhe reinlaufen. Also ich würde mir mich eigentlich dazu raten, die offen zu lassen. Und jetzt kommt ein großer Schwachpunkt. Es gibt keinen Tiefzieher, keine so eine Kralle, ja, die hier vorne irgendwie in die Schnürsenkel reingreift, ne? Sondern ihr werdet, ne, wenn ihr durch dichtes Gestrüpp geht, kann das zum Beispiel auch passieren, dass das leicht
hochgeschoben wird. Ja, wenn ihr durch Schnee geht, werden euch diese Teile hier durch Tiefschnee auf jeden Fall nach oben geschoben. Ja, das finde ich schon mal eine ganz, ganz krasse Einschränkung. Das ist so ein Mini-Detail, ja, was so viel ausmacht vom Nutzungsbereich. So, jetzt machen wir das Spielchen hier mit dem anderen Bein auch. Ich stelle mich wieder auf ein Bein und ihr seht, ich bin vorsichtiger. So, ich habe es geschafft, ja, sogar ohne umzufallen. Mit diesen Schuhen hier, ja, das ist genau die Grenze für mich, dass ich da noch durch kann. Jetzt könntet ihr ja, so, dann auch hier wieder richtig einstellen. Fertig wäre mein Regenschutz. Jetzt könntet ihr sagen, Mensch, ne, bevor ich da auf einem Bein rumhampel, weil ich habe ja auch noch einen Poncho und auch noch einen Rucksack hinten drauf, ne, setz dich doch einfach hin, Felix, und mach das in Ruhe. Hinsetzen, tja, wenn es anfängt zu regnen oder später beim Ausziehen, ja, wenn ich das wieder ausziehen möchte, dann wäre das ja ganz praktisch, sich hinzusetzen. Dann setze ich mich also und kriege einen nassen Hintern. Weil, ja, genau hier bin ich ja wieder nicht geschützt. Ich verzichte jetzt an der Stelle darauf, euch das vorzuführen, wie ich das im Stehen ausziehe. Ja, das wird nämlich so eine 50-50-Chance werden, ob ich mich dabei aufs Maul lege oder nicht. Ich habe euch ja gesagt, ich rate von Beinlingen im Allgemeinen ab. Warum? Die Idee ist ja eigentlich, gegenüber einer normalen Regenhose, die ich, ja, wenn die einen Seitenreißverschluss hat, um einiges eleganter anbekomme, ja, völlig unabhängig davon, wie große Schuhe ich anhabe. Ne? Ich muss nicht erst durch den Matsch durch und ich bin auch sicher, dass das zeitlich kein bisschen länger dauert, ne? Mal eben einen Reißverschluss seitlich aufzumachen, sich das umzulegen, den Reißverschluss zuzumachen. Ihr werdet unter Umständen sogar schneller sein als mit Beinlingen im Allgemeinen. So, der Vorteil ist, wenn man das anhat, hat man hier um die Hüfte herum eine erhöhte Atmungsaktivität. Das war der Grund, warum ich mir die damals, nachdem ich die bei einem anderen YouTuber gesehen hat, dachte, das ist doch eine coole Idee, das probierst du mal aus. Habe ich dann auch, ohne Kamera, bei einem Dauerregen ungefähr Temperaturen von 5 Grad. Ich bin stramm marschiert und ich musste nur ungefähr eine halbe Stunde marschieren. Da merkte ich schon, das wird langsam klamm. Ja, und das ist das Problem. Diese Beinlinge und auch viele andere, die ich kenne, die sind nicht atmungsaktiv. Ja, das bedeutet, ihr werdet hier nämlich aufgrund eures eigenen Körperschweißes doch wieder feucht. Ja, und der Einsatzbereich, für wen ist denn das jetzt überhaupt etwas? Für Fernwanderer? Ja, ihr habt gesehen, das ist ganz schön aufwendig, sich das anzuziehen. Ich kann mich nachher nicht mehr in irgendwas Feuchtes reinsetzen. Ich bräuchte dann also doch wieder irgendetwas, was mich hier schützt. Ne? Ich brauche sowieso ein Poncho dazu. Das ist was, ne, könnte man jetzt sagen, wenn man irgendwie mal durchs hohe Gras gehen möchte. Ja, bei Regen. Was weiß ich, mit dem Hund raus oder so. Aber ganz ehrlich, kann ich da nicht auch eine ganz normale Regenhose nehmen? Ich bin der Meinung, ja. Ja? Mir fallen eigentlich nur Anwendungszwecke ein. Da reicht entweder eine Regenhose, ja, die ist dann genauso gut. Die ist flexibler, weil ich mich auch hinsetzen kann, wenn ich das mal will. Ja? Oder ich verzichte auf so etwas, nehme nur einen Regenponcho, der entweder lang genug ist, das ist der von 3FUL nicht, ja, dann brauche ich andere Poncho-Typen für, oder ich lebe im Sommer damit, ja, dass meine Beine sowieso nass werden. Ne? Ich hatte ja schon in dem Review zum 3FUL Poncho erzählt, ne? Es gibt Leute, zu denen gehöre ich nicht, ne? Die haben sowieso immer nur so eine Shorts an, so eine Sportshorts und die lassen sich die Beine dann nass regnen. Für die ist das gut. Ja, und für uns Fernwanderer, ich finde, diese Regenröcke
haben eine bessere Atmungsaktivität, die schlagen die hier nämlich. Die Regenröcke haben einen, er ist begrenzt, einen Multi-Use, dass ich eine wasserabweisende, wasserdichte Fläche so in meinem, ich nenne es jetzt mal Vorzelt, ja, in der Apsis machen kann. Das kann ich mit den Dingern hier nicht wirklich, ja, und habe ich bis jetzt gar nicht erzählt, ne? Die Knie sind gedoppelt, ja, mein Gott, ja, ich kann mich hiermit hinknien, hurra, na, das kann ich mit einem Regenrock aber eigentlich auch. Ihr könnt selber mal in die Kommentare reinschreiben, ja, was haltet ihr von solchen Beinlingen, von solchen Chaps? Ich werde meine verkaufen. Hat mich gefreut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, euer Felix. Ja, auch mal kurz Hallo sagen.